Und wir freuen uns sehr, dass wir hier für unsere Grußworte Herrn PD Dr. Elrott gewinnen konnten. Herr Elrott ist Humanmediziner und hat im Bereich Ernährungsphysiologie habilitiert und leitet seit 2007 auch das gleichnamige Institut an der Universität Göttingen. Er ist Mitglied und Vorsitzender in einer Reihe renommierter nationaler und auch internationaler Gremien. Unter anderem habe ich gelesen, des Nestle Zukunftsforums und natürlich auch Leiter der Deutschen Gesellschaft für Ernährung in der Sektion Niedersachsen. Wir freuen uns also sehr, dass Sie heute Zeit gefunden haben, Worte an uns zu richten, lieber Herr Elrott, und ich gebe Ihnen hiermit jetzt das Wort. Ja, herzlichen Dank, Frau Grabkowski. Herzlichen Dank, Frau Schröder, für die Einladung, hier die Grußworte beizutragen. Ich habe hin und her überlegt, ob ich die Grußworte mit Bildern untermale oder nicht. Ich habe mich dazu entschieden, das zu tun. Ich möchte nämlich anhand von drei kurzen Punkten einfach zeigen, wie wichtig auch für morgen das Thema Ernährungsbildung und auch Ernährungsberatung ist und vor allen Dingen auch die interprofessionelle Zusammenarbeit, weil das eine Disziplin alleine wird gar nicht lösen können. Dazu schalte ich mir mal meine eigene Präsentation eben an. So, jetzt müssten Sie die Startfolie sehen. Ernährung von morgen, Bedeutung der Ernährungsbildung. Ich hatte Ihnen versprochen, dass ich Ihnen drei gute, hoffentlich gute Argumente liefere, warum Ernährungsbildung auch morgen oder für das Morgen von eminenter Bedeutung ist. Und das erste Argument, was ich Ihnen liefere, das ist das Argument, dass das Thema Ernährung wesentlich individualisierter wird in der Zukunft. Das heißt nicht, dass die Menschen selbst gewählt, das ist ja das, was wir heute schon sehen, das hat auch viel mit Distinktion und Abgrenzung zu tun, dass sie sich durch ihren Ernährungsstil inszenieren wollen. Um dieses Thema geht es mir gar nicht, spielt natürlich auch eine große Rolle als Triebkraft hinter Individualisierung. Aber es geht eher um das Thema, dass Menschen auch Körpern her und von ihrem Stoffwechsel her sehr unterschiedlich sind. Und das bildet ein anderer Begriff ab, nämlich Precision Nutrition. Ich habe mal den neudeutschen Begriff hier stehen gelassen, weil der weltweit einfach für eine neue Forschungsrichtung auch in der Ernährungswissenschaft steht und in allen angeschlossenen Disziplinen. Denn Menschen unterscheiden sich, sie unterscheiden sich im Alter, sie unterscheiden sich im Geschlecht, sie unterscheiden sich im Ausmaß der körperlichen Aktivität, sie unterscheiden sich im zugrunde liegenden Genom, sie unterscheiden sich im Mikrobiom, sie unterscheiden sich im Schlafrhythmus, in ihren sozialen Kontakten und unterscheiden sich eben auch, was ihr Ausmaß an Alltagsaktivität und an Sport angeht und in vielen anderen Aspekten auch noch. Das heißt, dass es gar nicht eine Ernährung geben kann, die für alle, und in Krankheiten unterscheiden sie sich natürlich auch, dass es nicht eine Ernährung geben kann, die für alle Menschen gleichermaßen optimal ist. Aus gesundheitlicher Perspektive jetzt zunächst mal nur gedacht, nur aus gesundheitlicher Perspektive. In den USA, darum habe ich Ihnen das jetzt auch gezeigt, in den USA gibt es ein riesiges Förderprogramm zum Thema Precision Nutrition, weil die Amerikaner eben erkannt haben, dass es nicht den Weg dazu gibt. Ich sage es jetzt mal so, es gibt Ernährungsempfehlungen, die gleichermaßen für alle gelten, sondern das Ganze wird hochgradig individualisiert, weil Menschen sich so stark unterscheiden, wie ich eben schon kurz genannt hatte. Und die Amerikaner fördern ihr eigenes Programm hier mit fast 2 Milliarden US-Dollar. Das zeigt einfach auch die Tragweite dieses Themas. Und wenn dieses Thema immer individueller wird, immer persönlicher, wenn man so will, dann brauchen die Menschen natürlich auch Beratungskräfte oder Fachkräfte an ihrer Seite, die sie dabei begleiten. Und sie müssen auch dafür vorbereitet werden für diese neue Welt der Ernährung, der immer stärker individualisierten Ernährung. So, das war jetzt das erste Argument, was ich geliefert habe. Also immer stärkere Individualisierung und immer mehr Precision Nutrition, also nicht mehr die eine Ernährung für alle. Aber es gibt noch zwei weitere, hoffentlich ebenso gute Argumente. Und das zweite von mir ist, das haben Sie eben auch bei Frau Schröder auf der Folie schon gesehen, dass wir einfach sehen, dass dieses Ernährungsthema eine wirklich brutale Zunahme von Komplexität erfährt. Früher musste man nur
ein Rezept haben und man musste das einkaufen und kochen. Und heute gibt es so viele Overhead-Aspekte, die alle irgendwie mit Ernährung mitspielen und an die wir im besten Fall auch alle denken müssten. Ich habe jetzt hier wirklich nur einen winzigen Ausschnitt an einfach Schlagworten zusammengetragen, was heute alles auch noch in dieses Feld hineinspielt. Natürlich geht es auch um die zugrunde liegende Landwirtschaft, aber auch allein Ernährungsthemen sind so vielfältig geworden. Wenn man dieses Thema Ressourcen und Klima mal auskoppeln mag, allein das ist schon hochgradig komplex, aber das Thema Gesundheit gibt es ja auch weiterhin noch und dann auch solche Handelsthemen und Verpackungsthemen dabei oder auch globale Themen. Wenn wir ordentlich extensivieren in Deutschland, dann führt das leider nicht dazu, dass wir auch weniger essen, sondern das führt dazu, dass die Flächen, die man braucht, um unsere Lebensmittel zu produzieren, halt irgendwo im Ausland gebraucht werden und nicht bei uns in Deutschland. All das zeigt, wie komplex diese Themen sind. Und mit dieser Komplexität kann man die Menschen nicht allein lassen. Dafür braucht man eine gute Ernährungsbildung, aber ich sage das nochmal, das reicht gar nicht. Das wäre die Grundvoraussetzung. Man braucht auch noch eine gute Ernährungsberatung und das im interprofessionellen Bereich. Das war schon die sechste. Moment, die hätte ich gerne. Und dann gibt es noch eine dritte Folie oder einen dritten Aspekt, den ich gerne beitragen wollte in den Grußworten, dass die Übersetzungsarbeit, die wir leisten müssen im Rahmen von Ernährungsbildung, aber auch im Rahmen von Beratung, immens ist. Und zwar allein deswegen, weil Einkaufen, Kochen und Essen sind Praxistätigkeiten. Das hat mit Kognitionen und mit Ernährungswissen erstmal gar nichts zu tun. Und die große Schwierigkeit, die wir haben, ist, dass wir den Menschen nicht mit Eiweißfett, Kohlenhydraten, Kalzium, Vitamin D oder gesättigten und transungesättigten Fettsäuren erklären, was sie nun zu essen haben. Das ist etwas, was zwar uns aus der Fachperspektive umtreibt, aber das ist nicht die Sprache, mit der wir die Menschen erreichen. Und es muss uns eben in der Zukunft umso mehr gelingen, auch Übersetzungsarbeit zu leisten in die Lebenswelten von, ja, in die Lebenswelten der Bevölkerung. Also nochmal einkaufen, kochen und essen. Das heißt, es spielen ganz stark auch hauswirtschaftliche Aspekte hier eine Rolle, aber durchaus auch kulinarische Aspekte eine Rolle. Und natürlich geht es auch um Verfügbarkeiten und es geht um Praxiskompetenzen und es geht um Preis und so weiter und so weiter. Und dabei brauchen die Menschen in der Zukunft umso mehr Unterstützung, weil sie eben auch wenig mitbringen, weil sie wenig von ihrer Elterngeneration auf diesem Weg mitbekommen haben. Und dafür braucht man auch Ernährungsbildung und nochmal auch Ernährungsberatung. Was wir gemacht haben, nur eine kleine Facette. Wir haben festgestellt, dass Ärztinnen und Ärzte möglicherweise die Theorie der Ernährungsmedizin ganz gut beherrschen, dass die große Schwierigkeit ist, aber dabei ist, dass sie ihre Patienten trotzdem nicht gut beraten können, weil dieser Link zur Praxis, dieser Link in die Lebenswelten der Menschen, der Klienten oder Patienten, dass dieser Link einfach im Medizinstudium unzureichend ist. Und was wir jetzt gemacht haben, ist, wenn man so von Weitem guckt, wir haben irgendwie Hauswirtschaft in das Medizinstudium implementiert. Wir haben Kochen als Wahlpflichtfach pilotiert. Das ist ein Beitrag aus der Marburger Bund-Zeitung, einen Kochkurs für Medizinstudierende eingeführt. Das ist ein klinischer Kochkurs, nicht nur einfach kochen, sondern anhand von Indikationsgruppen kochen. Der basiert auf dem Leitfaden Ernährungstherapie in Klinik und Praxis, auf dem LEKUB. Und das Ganze hat folgenden Sinn. Es soll nämlich die ärztliche Beratungskompetenz an dieser Stelle stärken, dass also Ärztinnen und Ärzte ihre Patienten deutlich häufiger auf solche Themen ansprechen und die Erstberatung auch entsprechend übernehmen können. Wenn Sie Lust haben, gucken Sie mal in Wikipedia rein. Da gibt es auch schon einen deutschsprachigen Eintrag zu diesem Thema Culinary Medicine. Die Kombination aus Ernährungsmedizin, Ernährungswissenschaft und Psychologie mit praktischer Kulinarik. Und gerade diese praktische Kulinarik schlägt dann die Brücke in die Lebenswelten der Menschen. Siehe mein dritter Punkt. Und dieses Fach konnten wir natürlich in den letzten Semestern schlecht vor Ort lehren aufgrund der Pandemiesituation. Aber tatsächlich gehen Kochkurse auch digital.
über Videokonferenz-Tools, dann kochen wir in 12 Küchen gleichzeitig. Ich habe Ihnen dieses Bild einfach mal mitgebracht, um zu zeigen, dass das auch digital geht und digital viel besser ist als überhaupt gar nicht. Und es ist eben auch ein interaktiver Kochkurs. Es ist nicht einfach nur irgendwie ein YouTube-Kochvideo abgespult, sondern es ist in hohem Maße interaktiv. Es ist eben zeitgleich und die Schritte werden dann einfach gemeinsam gemacht in 12 Küchen gleichzeitig. So, und auf der letzten Folie habe ich Ihnen das nochmal schnell zusammengestellt. Da gibt es auch noch einen vierten Punkt dabei, damit ich das nicht vergesse zu sagen. Ich habe es aber schon gesagt. Für die Notwendigkeit von Ernährungsbildung auch in der Zukunft gibt es viele hervorragende Argumente. Einmal, Ernährung wird wesentlich individueller im Sinne von Precision Nutrition. Dann das ganze Thema ist unglaublich komplex geworden. Die Menschen brauchen Hilfe bei der Übersetzung in ihre persönlichen Lebenswelten und das Ganze können Ärztinnen und Ärzte natürlich nicht allein, auch Ernährungsfachkräfte nicht und aber auch alle Lehrerinnen und Lehrer nicht und oder Erzieherinnen und Erzieher, sondern das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe auch im professionellen Bereich. Das heißt, wir brauchen hier viel mehr interprofessionelle Kooperation und das ist etwas, was unsere angehenden Ärztinnen und Ärzte eben auch lernen, dass sie natürlich diese Ernährungsberatung, die sie vielleicht in ihrer Arztpraxis initiieren und für die sie eine ärztliche Notwendigkeitsbescheinigung ausstellen, dass sie die ja gar nicht bei allen Patientinnen und Patienten selbst übernehmen können, sondern dass es dafür hervorragend ausgebildete Ernährungsfachkräfte gibt, mit denen sie kooperieren. Und wir würden uns eben wünschen, dass an dieser Stelle tatsächlich das ganze System sehr viel effizienter wird, weil die Kooperation besser wird.